Also, Stromversorgung. Was haben wir da? Akku? Akku. Akku? 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 Komisch, nicht angezeigter Akku. Okay, oben werden alles Akku sein, also nur Stromeinlagerung. Das will ich nicht. Hier unten sind die Generatoren. Die haben wir schon. Rensuierturbine. Brauch orangenes Zeug. Unicomp N4 Advanced. Ja, das wird Hightech-Zeug sein. Ja, 16,5 MW. Nee. Sun-Powered Stirling. Braucht Basic Machine Frames. Bräuchte diese Engine-Dinger. Hätte auch nur 75 Kilowatt. Wahrscheinlich sind sie nur ein Feld groß. Man kann davon ganz viele bauen. Steam Power Plant. 6,8 MW. Das klingt echt sehr nett. Nur was ist Unicomp N4? Sehe ich hier nicht. Nee. Das ist viel zu viel Zeug. Oh, Unicomp A2. Ach so. Das ist irgendein Abfallprodukt bei der Atomindustrie, wo man hier Sachen machen kann. Damit, nee, das wird nichts. Also ja, diese stinknormalen Generatoren scheinen unser Hauptaugenmerk zu sein. Oh, ich sollte zwischendurch immer weiter die da bauen. Und neue Zahnräder abholen. So. Du arbeitest? Ja, du arbeitest. Und komische Dinge. So. Also wir sollten bei den Generatoren bleiben. Was wahrscheinlich noch sehr helfen wird, ist, dass das Wasser irgendwann sauber wird. Das müssten wir allerdings erst erforschen. Pumpe. Waterbore. Nein. Ich hätte eigentlich ganz gerne eine stinknormale Pumpe. Nicht Pumpe, sondern ein Wasser. Ein Liquidhändler war das in Dietech. Oder Fluidhändler. Das hat der Name sich dort geändert. Okay. Schritt für Schritt gucke ich immer durch, was es so gibt. Zeit wird hier angehalten jetzt gerade. Eine Solderplate? Nein. Hier ist komisches Alien-Zeug? Nein. Kisten. Zink ist... Ja, nee. Die Metalle, da wird es nicht bei sein. Nein, nein. Was bist du? Metal Mixing Furnace. So ein Bronze herzustellen, dergleichen. Hm? Flux-Dinger. Öl. Ja, Öl wird auch wieder lustig. Mining Drills. Haben schon 5x5. Hatten sie, glaube ich, vorher aber auch schon. Large Area Mining Drills. 7x7. Mining Power 4, Mining Speed 0,75. Ja, also die Large Area sind nicht ganz so schnell, aber covern halt eine Large Area. Water-Elektrolyse. Ja. Gut. Und ein Electrolyzer. Ich habe kein sauberes Wasser. Und ich habe auch nicht die Bestandteile, um sauberes Wasser wiederherzustellen. Das ist also nicht Salz aus sauberem Wasser. Chemical Furnace, nein. Compressed Air, Kompressor, nein. Das hatten wir gerade. Also ich denke, es wird das hier sein. Blaue Handgranaten? Nein. Das sind alles Waffen. Upgrade Boiler, nein, nein. Nehmen wir doch das da, wo Dreckwasser und sauberes Wasser ist. Ha? Das klingt doch gut. Ja, also das nehmen wir als nächstes. Wir bräuchten 50 rote und 50 grüne. So, hier packen wir bitte... Du bist der Reinpacker. Pack bitte das alles da rein. Du kriegst ein paar Eisenplatten und arbeitest damit.
Gut, ihr stellt alle Eisen her. Das stelle ich mir später richtig cool vor. Also im Idealfall brauchen wir später gar keine Minen mehr. Kann ich davon noch mehr herstellen? Da kostet das irgendwie tierisch viel Zeug. Wasserpumpe? Braucht mechanische Kraft, um zu arbeiten. Oh Gott. Small Electric Motor. Achso, das ist die mechanische Kraft für die Pumpe, ha? Nein, ich suche eigentlich die. Gehören die überhaupt zu Yukon? Electric Replicators. Nee, Replicators sind ein ganz eigener Schnack. Achso, Rohr können wir doch schon bauen. Bau bitte Rohr. Void Pumpe. Es hat mich irritiert, dass die normalen Rohre nicht hierbei waren. Die sind jetzt hier, komischerweise. Capacity 10 Liquid. Hier steht kein Capacity. Ich suche Replikatoren. Nein, hier ist die Blutgeschichte. Ihr seid noch am Arbeiten? Ja, ihr seid am Arbeiten. Sehr gut. Replication Lab, da. Braucht nur die seltenen Erden. Das ist schick. Oh, Solar Panels gehört auch zu Replikatoren. Braucht auch die seltenen Erden. Oh, wir haben schon welche davon. Ja, dann bau die doch mal. Einfach irgendwo hin. Mehr Strom schadet nie. Haben wir auch Akkus? Ja, wir haben auch zwei Akkus. Setz die zwei Akkus mal da hin. Ist sogar ordentlich was drin in den Akkus. Ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir ignorieren komplett alle Ressourcenfelder. Also zumindest für Eisen, Kupfer und was weiß ich. Und stellen das alles selber her mit Replikatoren. Bauen wir noch zwei davon und holen neue seltene Erden ab. Achso, und Tränke verteilen. Und noch mehr davon. Wir brauchen auch 50 Grüne. Das könnte interessant werden. Aber gut. So, dich abholen, dich abholen. Damit geht das alles schon mal schneller. So. Seltene Erden waren hier. Achso, Lampen. Lampen wollte ich auch noch bauen. Weil dunkel. Da. Jupp, her damit, her damit, her damit, her damit. So, das heißt, wir machen jetzt einfach so eine Ecke in unserer neuen Basis hier unten, wo die ganzen Replikatoren hinkommen. Und dahinter dann ein paar Schmelzöfen. Also, genau, immer mit. Bauen noch mehr Fließbänder. So. Und gehen wir nach da unten. Also Basis später wird sein hier hoch und hier rüber, denke ich. Also das ganze untere hier, diese Halbinsel. Das ist zu klein. Ja, ist viel zu klein. Okay. Ja, das heißt, wir können hier das einfach irgendwo hinklatschen. Das wird später gesichert sein. Also sollten wir die Replikatoren erstmal. Ich hätte eigentlich echt gern Muster. Aber ich weiß halt noch nicht, wie es später aussieht. Machen wir erstmal das so, dass überall die hier sind. Und dann hoffen wir einfach, dass es später ein Vielfaches gibt von denen. Die haben ja 5x5, richtig? Also ein 10x10-Pol wäre super. Den könnten wir einfach jeden zweiten ersetzen. Also wegmachen. Kann ich ja nachgucken. Habt ihr ein 10x10-Pol? 7x7? 9x9? 11x11? Ach so, 11x11 heißt, in der Mitte ist der Pol und dann 5 nach links, 5 nach rechts. Ja, nee. Das ist genau falsch. Momentan haben wir einen in der Mitte und zwei nach rechts, zwei nach links. Wir bräuchten jetzt einen in der Mitte und... Ach nee, doch. Einer in der Mitte, 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen ja den auch ersetzen. Ja, das geht dann auf. Also wir können jetzt das stinknormale Small Electric Pole Muster nutzen. Da das da irgendwie so reinquetschen. Und dann später die Hälfte von denen einfach wegschmeißen. Das ist doch schon mal super.
So. Gut. Und hier, das machen wir später noch ganz gerade zu, damit alles schön ordentlich aussieht. Hier kommen jetzt die Replikatoren hin. Du bist was vollkommen anderes. Mist. Du bist ein Labor, du bist kein Replikator. Weg. Ich brauche den Recycler. Das da ist der Electric Replicator, den ich haben will, nicht die komischen Labore. Gut. Ich suche den Recycler weiter. Wobei man ihn wahrscheinlich erst erforschen muss. Oder? Nein. Nee. Ja, wahrscheinlich erst erforschen. Guck mal hier. Ja, das wird schon irgendwann kommen. Ich brauche einfach eine Kiste, wo ich die Sachen rein tue, die ich später verwuseln will. Ich mache einfach hier eine Kiste am Wasser. Da reinkommt die da. Die da brauche ich auch nicht mehr. Pistole brauche ich auch nicht mehr. Oh, Rest ist okay. So, dann Replikatoren hier dahin. Du. Hälfte, Hälfte. Kohlengetränke. Irgendwas, das hier noch mit Kohle läuft? Nein. Ja. Das da oben ist okay. Guck mal kurz Ressourcen abknapsen. Zack. So, Replikatoren. 3 Stück. Wo ist der Rest? In meiner ewig langen Liste an Sachen, die gebaut werden sollen. Stats. Stopp, Talents. Crafting-Bonus. Erhöhe mal den Crafting-Bonus. Und du erhöhe das Tool. Mining Power 2.06. Ja, war jetzt nicht so wirklich viel. Hä? Haben wir da inzwischen irgendwas Besseres von den Standardsachen? 2.5. Ja, Stahl wäre nachher besser, ja. Und hier nichts weiter bauen. Replikatoren. Setz die Replikatoren so hin, dass es irgendwie passt. Nee. Also es müsste Replikator, dann Ärmchen. Wir haben keine Ärmchen. Ich hätte Geschwindigkeit erhöhen sollen beim Craften. Ging das nicht auch irgendwo? Das ist der Crafting-Bonus, glaube ich. Brech die ganzen Lampen ab, die haben viel zu viele Subkomponenten. Weg, weg, weg. Genau, mach nur die Ärmchen. So, die können auch zerlegt werden, theoretisch, später. Genau, da kommen die Ärmchen. Also, Replikator. Dann Ärmchen. Dann Fließband. Ärmchen. Replikator. Ist aber jetzt nicht so wirklich toll. Dann nochmal Ärmchen. Brauchen wir Fließbänder. Fließband. Ja, du warst weg. So, was wollten wir jetzt erforschen? Das dreckige Wasser. Research. Das weg, das weg, das weg, das weg. So, also es geht nicht auf. Ganz einfach. Das ist schade. Also es passt nicht wirklich in das Muster rein, aber das ist dann halt so. Das heißt, wir lassen es jetzt so. Oh, warte, wir können anders probieren. Ja, es wird andersrum genauso sein. Also ich hatte kurz überlegt, dass wir das Ganze jetzt nicht nach da laufen lassen, sondern nach oben. Aber das wird gleich das Problem sein. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt einfach nur hier unten. Das ist zu eng. Hier unten. Auf einen Fließband und gut ist. So.
Das heißt, hier kommen jetzt vier Replikatoren oder was hin, dann kommen hier hinter. Ne, es geht nicht. Doch, das geht. Nein, nein, weiter hoch. So, so. Genau, du nimmst das rein, nimmst das rein, nimmst das raus. Und rauslegen tun wir das auf andere Bänder, die hier hinten langlaufen. Die dann später irgendwann sich zusammenführen zu einem Band. Ich weiß halt nur noch nicht genau, wo und wann, weil ich nicht weiß, wie viele von den Schmelzöfen ich baue. So, das wäre jetzt der Plan. Okay, du stellst mal ein, dass du bitte Eisen hättest. Theoretisch könnten wir auch hier sagen, du Kupfer, also unten Kupfer, oben Eisen.